Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Yoga to Go. Heute wollen wir ein bisschen was für die Schultern tun. Nur ein paar wenige Übungen, die kannst du auch zwischendurch im Büro machen, indem du auf dem Stuhl sitzt. Du musst gar nicht auf dem Boden sitzen, du kannst hier auch wunderbar auf dem Stuhl sitzen. Und dann lass uns auch gleich anfangen. Also schau, wie du dich hinsetzt. Wichtig, wie immer, deine Wirbelsäule mit Leichtigkeit aufgerichtet. Lass die Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel sinken oder wenn du auf einem Stuhl sitzt, auch seitlich von deinem Körper. Und mit deiner nächsten Einatmung zieh deine Schultern nach oben zu den Ohren und dann atme durch den Mund aus und lass sie ganz bewusst und schnell nach unten sinken. Nochmal ein. Und nochmal ein. Noch ein letztes Mal ein, nach oben und roll deine Schultern nach hinten, spür einen Moment nach. Und dann nimm deine linke Hand und leg deine linke Hand in die Mitte deiner Schultern. So weit nach, gehst du nach unten, wie es für dich passt. Und dann nimm mit deiner rechten Hand deinen linken Ellbogen. Und schau mal jetzt, ob du deine Arme so über den Kopf bekommst, ohne dass du deine Schultern hier mit hochnimmst, dass deine Schulterblätter entspannt nach unten zeigen. Falls es nicht geht, dann komm hier einfach so ein bisschen nach vorne mit deinen Armen. Schau, dass die Schulterblätter nach unten zeigen. Schließ die Augen und atme hier mal tief ein und aus. Und dann atme noch einmal tief ein hier und mit deiner Ausatmung löst das Ganze auf und groß. Spür einen Moment nach, schließ die Augen. Dann lass uns die Seite wechseln. Nimm nun deine rechte Hand in die Mitte von deinem Schulterblatt und dann nimm deine linke Hand, deinen rechten Ellbogen, schau wieder, ob du mit Leichtigkeit die Hände über deinem Kopf sind, schau, dass dein Kinn jetzt nicht so nach vorne schießt, der Nacken ist lang und entspannt, deine Schulterblätter wieder nach unten ausrichten. Und dann schließ deine Augen. Atme tief ein und aus. Und dann noch einmal tief einatmen hier und auslöst das Ganze wieder auf. Lass die Schultern nochmal nach hinten sinken, schließ die Augen, spür einen Moment nach. Leg hier deine Finger auf deine rechte Schulter, die Finger deiner rechten Hand und dann atme ein und bring deinen Arm nach oben mit der Ausatmung, mach einen großen Bogen über hinten, Mund wieder nach vorne. Wenn hier unten bist, wieder einatmen. Schau mal, ob du nah am Ohr bleiben kannst. Aus, nach hinten, unten. Und wieder ein, nach oben. Und nach hinten, unten. Drück dein Schulterblatt hier bewusst nach unten. Und ein. Und noch einmal ein nach oben
Und jetzt aus, öffne deinen Oberarm zur Seite, hier eine Linie mit deiner Schulter, drück dein Schulterblatt nochmal nach unten und jetzt komm in die Drehung deiner Wirbelsäule. Atme ein und hier von deiner Brustwirbelsäule dreh dich nach rechts, ganz sanft, wir sind nicht aufgewärmt. Schau, wie weit du gehen kannst, deine Hand vielleicht, deine linke, auf den rechten Oberschenkel, schau zu deinem rechten Ellbogen. Drück dein Schulterblatt nochmal bewusst nach unten. Schau, dass dein Nacken angenehm ist, der kann auch locker hier sein. Schau, wie es passt, atme hier mal tief durch. Und dann atme aus und löse das Ganze auf. Entspann die Schultern. Spür mal nach links und rechts. Dann wollen wir auch hier die Seite wechseln. Leg deine linken Finger auf die linke Schulter und dann atme ein. Nach oben und aus. Nach hinten und dann nach unten. Und wenn du hier unten bist, dann wieder einatmen. Nach oben bleib nah beim Ohr und aus. Nach hinten und dann nach oben. Und in deinem Rhythmus noch einige Male. Bewusst langsam und mit deinem Atem. Ein und aus. Nochmal ein und aus. Noch einmal ein nach oben. Und jetzt öffne wieder zur Seite. Entspann nochmal dein Schulterblatt. Und dann mit der nächsten Einatmung aus der Brustwirbelsäule sanft dreh dich nach links. Ganz bequem. Schau, wie weit du drehen kannst. Schaust du deinen linken Ellbogen oder lass den Nacken locker. Schau, wie das für dich heute passt. Und dann atme hier tief ein und aus. Und dann atme noch einmal tief ein hier und dann ausatmen und löse die Seite wieder auf. Jetzt nochmal aufrecht, spür nochmal nach. Und dann roll die Schultern nochmal so ein bisschen nach oben, nach hinten, unten, ganz ohne Atmen. Und da sind wir schon am Ende dieser Einheit. Ein paar kleine Übungen für die Schultern. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Gerne gib mir ein Like und vielleicht sehen wir uns bald schon wieder auf der Matte. Danke fürs Zuschauen. Namaste aus Andalusien.